Jesus ist als Mann auf die Welt gekommen. Ist das ein wichtiger Aspekt seiner Menschwerdung? Ja oder nein? Das ist die Frage, mit der wir uns heute in diesem Video beschäftigen möchten. Und das ist eine Frage, die früher niemand gestellt hat, weil es war klar, dass Christus ein Mann war. Und aus diesem Mannsein folgt auch, dass Priester eben Männer, nur Männer Priester sein können. Das wird natürlich immer wieder jetzt in Frage gestellt und besonders jetzt, besonders intensiv zurzeit im Rahmen des sogenannten synodalen Weges in Deutschland. Viele sind entsetzt darüber, ja, aber das ist den diesen Reformkatholiken, die das, und diesen Feministinnen und so, das ist denen egal, die mit Hartnäckigkeit und mit ziemlicher Energie fordern sie die Öffnung aller Ämter, auch also des Priesteramtes, also der Bischöfe, auch bis hin zum Papst, dass es auch eben Frauen sein können. Das Thema ist eigentlich umfangreich. Ich könnte sehr viele Texte vorlesen. Das werde ich auch nochmal tun, weil ich möchte eigentlich auf das letzte, in einem künftigen Video möchte ich auf einen, auf das abschließende Dokument des Papstes Johannes Paul II. Zu dieser Frage eingehen, und zwar Ordinatio Sacerdotalis. Aber heute möchte ich eigentlich einen Theologen zitieren, und zwar der das in der FAZ veröffentlicht hat, einen Artikel, ja, und zwar schon am 28.11.2020. Das ist der, der Theologe heißt Helmut Hoping. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Und Sie können dann hier sehen, das ist der Artikel. Ich werde nicht alles vorlesen, weil das viel zu lang ist. Ja. Wenn Sie möchten, dass ich mehr darüber lese, das gar nicht vorlese, dann können Sie das gerne in der Kommentarfunktion tun. Ich versuche einfach, diese Videos eigentlich so auf 10 Minuten zu begrenzen. Ja. Okay, und er sagt, es ist nicht egal, ob Christus als Mann oder Frau gekommen ist, sondern er ist nun mal als Mann auf die Welt gekommen, und das ist essentiell, das ist entscheidend. Ja? Und daraus entwickeln sich natürlich sehr viele theologische Aspekte. Aber er sagt das, in seinem Artikel geht er erstmal so ein bisschen auf die Diskussion ein, auf die Argumente derjenigen, sagen, ja, es ist nicht so wichtig gewesen, es ist, er hätte genauso gut als eine Frau, oder es ist egal, ob er Mann oder Frau ist. So. Und dann argumentiert er folgendermaßen und zitiert auch sehr viel. Und er sagt, im Credo, also im Glaubensbekenntnis, heißt es, dass der Sohn Gottes Mensch geworden sei, et homo factus est. Aber eben auch, dass er Fleisch angenommen habe, incarnatus est, ja, also Mensch geworden, als Fleisch, ja, geboren von der Jungfrau Maria, natus ex Maria Virginis. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das zitierte er aus dem Introitus vom, am 25. Dezember. Im Kind, das Maria der Überlieferung nach in Bethlehem, der Stadt Davids, zur Welt bringen sollte, sieht die Kirche die Weissagung des messianischen Königs erfüllt, auf dem die Verheißung des Verkündigungsengels liegt, Sohn Gottes genannt zu werden. 8 Tage nach der Geburt wurde das Kind, wie es die Tora für jüdische Kinder männlichen Geschlechts vorsieht, beschnitten. Das ist wichtig, ich komme nochmal drauf, das ist aber wichtig. Also Jesus wurde beschnitten nach dem jüdischen Gesetz und man gab ihm den Namen Jeschua, also Jesus. Früher zählte das Fest der Beschneidung des Herrn zum Weihnachtsfestkreis. Gefeiert wurde es am 1. Januar. Die Beschneidung markiert das Judesein des menschgewordenen Sohnes Jesus. Die Vatikanische Liturgiereform Ende der 60er Jahre hat es aus unerfindlichen Gründen abgeschafft. Das heißt, mit diesen ganzen Zitaten aus dem Credo, aus dem Introitus vom 25. Dezember etc., aus Teile der Bibel, ja, wird klar, dass Jesus eben als Mann geboren wurde und wirklich einen menschlichen Körper angenommen ist. Das ist an sich eine fundamentale Glaubenswahrheit unseres Glaubens. Ja. Wir können nicht darüber hinwegkommen. Und er ist nicht nur als Mann auf die Welt gekommen, sondern er ist auch als, hat er als Mann gelebt. Er hat sich sozusagen auch den jüdischen Traditionen auch gefügt. Er wurde beschnitten, was alle Männer in
der jüdischen Männer tun mussten. Ja, das war absolut, das war notwendig, das war ein Gebot, das musste gemacht werden. Und er hat sich gefügt, das heißt, er hat auch als Mann gelebt. Und es gab schon immer wieder Theologen, die da sagten, ja gut, aber das ist nicht so wichtig und so, und ob er jetzt Jude war oder nicht und so. Und dann sagt eben, und da gibt es ein Gelehrter, Pinchas Lapid, der schon lange gestorben ist, aber er war Jude, aber er sagte, nein, es ist nicht egal, denn es ist völlig eindeutig, dass Christus als Jude geboren wurde und als solcher gelebt hat. Und zwar nicht irgendwie als Jude an sich, sondern als jüdischer Mann. Er sagt, und ich zitiere wieder von diesem Artikel, in seiner Kritik an Karl Rahner, Karl Rahner sagte eben, das Wichtigste ist sein Menschsein und sein Jüdischsein ist sekundär. In seiner Kritik an Karl Rahner hatte der jüdische Gelehrte Pinchas Lapide vor einer Desinkarnation gewarnt, der Reduktion einer lebendigen Menschengestalt zu einer abstrakten, leiblosen Idee des Menschseins. Ich wiederhole, Desinkarnation gewarnt, der Reduktion einer lebendigen Menschengestalt zu einer abstrakten, leiblosen Idee des Menschseins. Jesus war ein beschnittener, männlicher Jude, geboren von einer jüdischen Frau, der neue Adam und die neue Eva. Das ist wirklich wichtig, denn das bedeutet, Christus ist nicht irgendwie auf die Welt gekommen und das wäre egal gewesen, er hätte auch in Finnland auf die Welt kommen. Nein, er ist sozusagen als männlicher Mensch gekommen, als Jude, ja, das heißt im Volk ist er geboren, das von Gott erwählt wurde, damit aus ihm der Messias hervorkommt. Ja, also hier ist eine ganz strenge Kausalität. Ja, und deshalb ist er als Mensch und als ein ganz besonderer Mensch, und das heißt in einer ganz konkreten soziologischen, historischen, politischen Situation. Und das sind alles Dinge, die eben relevant sind, wesenhaft. Ja, die kann man jetzt nicht einfach wegwischen, ja, so wie das einfach diese ganzen Gender-Leute machen wollen, die sagen, es ist völlig egal, der Körper ist irgendwie wurscht und man sucht sich seine eigene sexuelle Identität und das ist sowieso alles egal, ob man Mann oder Frau ist. Das ist eben nicht, das ist nicht der Fall. Ja, das ist, was er hier sagt. Und dann sagt er, geht da über, ich werde jetzt einen großen Sprung machen, weil ich möchte das hier nicht so lange ausweiten. Da geht er auf den Prolog des Johannesevangeliums. Dieser Hopping, Theologe Hopping, er sagt, der Johannesprolog, der am Weihnachtstag als Evangelium vorgetragen wird, ist der Zentraltext für den theologischen Gedanken der Inkarnation. Er zitiert, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Fleisch geworden, griechisch Sarx, geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Heiligkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Das ist, wie gesagt, das ist der Prolog des Johannesevangeliums. Fleisch, und jetzt kommentiert Hopping, Fleisch meint bei Johannes den sterblichen Menschen, im Prolog des Evangelisten markiert, Fleisch den Juden Jesus, Gottes Sohn und Messias. Gregor von Nazianz, das ist einer der großartigsten Kirchenväter, Kirchenlehrer, einer der großen spätantiken Kirchenlehrer, der intensiv über das theologische Geheimnis der Inkarnation nachdachte, beharrte darauf, dass Christus alle Elemente der menschlichen Natur angenommen hat, nicht nur Geist und Seele, sondern auch einen Körper, unser dichtes Fleisch. Und dazu gehört eben auch, ob man Mann oder Frau ist. Ja, das ist essentiell. Und damit höre ich auf mit diesem letzten Zitat, ja, aus diesem sehr komplexen Text. Ich kann auch mehr zitieren. Bitte schreiben Sie das in die Kommentarfunktion. Schließlich lehrt das Konzil von Chalcedon 451, nicht zwei abstrakte Naturen in Christus, eine göttliche und eine menschliche, sondern den einen Herrn Jesus Christus, wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch, aus Vernunft begabter Seele und Leib. In allem uns gleich aus der Sünde. Das heißt uns gleich auch, dass er ein Mensch ist mit einem ganz klaren Geschlecht. Er ist Mann. Hebräer 4, 15. Wollte man vom Mensch gewordenen Sohn Gottes seine körperliche Identität trennen,
liefe dies auf ein gnostisch anmutendes Disembodiment, auf eine Entkörperlichung der Inkarnation hinaus. Das ist, dieser letzte Aspekt ist wirklich wichtig, weil das ist ungefähr, was die Gnostiker sagten. Die sagten im Grunde, die eigentliche Wahrheit, die eigentliche Realität ist hinter dem, was wir sehen. Das, was wir sehen, ist im Grunde genommen so eine Art, das sind Phantome, das sind Bilder, das sind Metaphern, wenn man so will, der eigentlichen Realität. Ja, das ist das, was die Gnosis postulierte. Und im Grunde genommen, wenn man jetzt sagt, und das ist, was er hier am Ende andeutet, wenn man sagt, es ist völlig egal, also ob Christus Mann oder Frau war, oder, ja, im Grunde genommen sagen diese Leute, der Körper, der menschliche Körper ist eigentlich eine Hülle, ja, die wurscht ist. Es ist quasi wie ein Phantom, und die eigentliche Seinsrealität ist sozusagen dahinter, ja, und das Mannsein, Frausein und so weiter ist irrelevant. Ja, das ist ja, das, dahin geht ja im Grunde genommen diese ganze Gender-Theorie, ja, die ja im Grunde genommen auch konstruktivistisch ist. Das heißt, es sind alles Konstruktionen, Mann sein, Frau sein, das sind alles Konstruktionen, und die eigentlich willkürlich sind. Okay, und was hier postuliert wird und was der katholische Glaube sagt, das ist eben nicht der Fall. Ja, Gott hat den Mensch als Mann und Frau erschaffen, und jetzt nicht irgendwie, und das ist nicht egal, ob jemand eine Frau oder Mann, Mann oder Frau ist, sondern das ist eine ganz konkrete Realität, die Gott erschaffen hat. Und das gilt natürlich auch für den Sohn Gottes, Jesus Christus, der Heiland, der eben als Mann auf die Welt gekommen ist. Ich möchte es hier beenden. Das ist natürlich ein Thema, was wirklich sehr breit ist und auch sehr viele Konsequenzen hat, eben vor allen Dingen die Frage des Priestertums. Das heißt, deshalb können nur Männer Priester sein. Ich werde das aber allerdings lieber in einem extra Video behandeln, weil das ansonsten würde das hier zu lang werden. Und dann möchte ich das belassen. Wie gesagt, Sie können ja gerne in der Kommentarfunktion schreiben, ob ich diesen Artikel mehr behandeln soll, weil das wirklich, wirklich sehr interessant ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Zuhören und das Zuschauen. Vergessen Sie bitte nicht, diesem Video einen Like zu geben und diesen Kanal zu abonnieren und auch natürlich auch unter Ihren Freunden und Bekannten dieses Video oder diese ganzen Videos in diesem Kanal zu verbreiten, damit wir eben auch eine größere Zahl von Zuhörern und Zuschauern finden. Vielen Dank für das Interesse. Bis zum nächsten Video.